Ja, ich begrüße euch ganz herzlich zu Part 7 von Let's Play Bulletstorm. Ja, ich begrüße euch ganz herzlich. Also schießen wir jetzt ein paar Menschen tot. Junge Inus, deck unsere Flanke! Greif an, mein Schoßtierchen, bring Tod und Vernichtung über die Menschen! Ja, mach das mal. Ich habe jetzt ein bisschen lauter gemacht, ups, da steht auch noch einer. Ja, so. Fangen wir kurz an zu zocken und schon geht's ab. Also ich brauch da. Roboter gerade echt wütend gemacht, Jungs. Badam! Na? Mein Lieblingsroboter, der macht was her. Auch ich, die Waffe muss, aber nicht 20 Meter groß. Ich schmeiß hier eine Party rund um die Uhr. Holt euch einen Roboter, wir gehen auf Metzeltour. Würdest du bitte die Schnauze halten? Ja, sorry. Aber ich fand's auch lustig. So. Ja, ich bin jetzt gewohnt. Oder es. Lagmann bereit! Ich bin dazu. Verdammt, jetzt ein bisschen lauter zu reden. Denn ich habe mir das jetzt auf dem Headset auch ein bisschen lauter gemacht, damit es nicht so. Ja, weil wenn ich so leise habe am Ohr, dann ist das auch nicht gerade gut. Deshalb habe ich jetzt ein bisschen lauter gemacht. Dass ich auch mitten in der Action bin, weil vorigen Part war das ein bisschen, habe ich ein bisschen leise gehabt. Und ja, da kommt das Feeling nicht so gut rüber. Ich treffe da nicht. So, jetzt aber. Auch einer? Da unten. Stell dir mal wieder davor. Roboter gut und schön, aber nicht immer davor stehen, gell? Da. Hier nicht ins Wasser fliegen. Solange dem Kollegen nichts passieren kann. Oder dem Roboter, je nachdem. Ist alles gut. Okay. Jetzt kommen wir wieder von da. Ja. Aber okay. Wenn er sich einmal umgedreht hat. Ja, weil erstmal muss er sich umdrehen und das dauert wieder auch seine Zeit. Wer war noch nicht mal 20 Meter groß und weiß, wie das ist? Jo, und das war's auch, würde ich sagen. Jo. Na dann. Können wir dabei C drücken, während wir hingehen. So. Und. Ja. Oh Scheiße, das klingt übel. Na dann. Weg mit der Steuerung. Ja. Der ist, glaube ich. Ich wollte ihn Pepsi nennen. Aber leider konnte ich ihm das nicht mehr sagen. Ich werde ihn nie vergessen. Einfach weg. So, die Größe zählt. Genau. Sage ich auch immer. Darum habe ich ja. Naja, ist ja jetzt nicht so wichtig. So. Ja, verwenden wir das mal. Nicht unseretwegen hier, Gray. Sie haben dieses Loch bewacht. Vielleicht mögen sie es ja einfach. Vielleicht mögen sie auch nicht, was aus ihm rauskommt. Bei der Armee muss da drin echt irgendwas abartig Gefährliches lauern. Also gehen wir runter? Logisch. Ja. Logisch. Was denn sonst? Wo ein Scharfschütze, da ein Scharfschützengewehr für uns. Führe ich diesen Satz erst einmal fort. Wir sind schon im dritten Akt. Gut. Naja. Tepsi. Hatten nicht mehr leben sollen. Sieht gar nicht so furchterregend aus. Die Stützen der Wände sind marode. Wir müssen hier raus. Und zwar schnell. Ja, ja, schon gut. Ich wollte ja auch gar nicht vorschlagen, dass wir uns hier ein Häuschen kaufen. Zu viele zerstückelte Biker. Außerdem schmälert die einstürzende Decke den Wiederverkaufswert. Und das Erscheinungsbild ist auch das letzte. Ja, hier muss dringend mal renoviert werden. Mann, ich glaub nicht, dass ich jemals so glücklich war, einen so schlechten Witz zu hören. Ich auch nicht. Was zur Hölle war das
Das wäre mal gut zu wissen, was das war. Hallo? Okay, da muss ich wohl nicht runter. Oh. Ja. Wenn ich Lautrit habe, ist es viel besser. Da kommt die Atmosphäre wirklich sehr gut rüber. So ein Headset überhaupt. Also das kann ich euch nur empfehlen, falls ihr mal eins braucht. Das ist wirklich sehr gut, was ich jetzt hab. Vorsicht! Was hab ich dir gesagt? Halt die Klappe und lauf! Wir müssen sofort einen Weg hier rausfinden! Oh. Nichts. Wir sind eingeschossen. Moment, ich hab was gefunden. Da drüben ist eine Tür. Hier, setz die Falsche ein. Okay. Los, los, los! Ach ja, rutschen! Ah! Heilige Scheiße! Das war verdammt knapp! Ich brauche irgendwelche Schoner für meinen Arsch. Der alte Junge ist für solche Misshandlungen nicht gemacht. Es interessiert mich nicht, welches Ausmaß an Misshandlungen dein Arsch gemacht ist. Beweg dich! Ah! Ja! Darf ich das kurz mal zeigen? So, das war's. Oh. An alle Final Echos in der Nähe. Befehlshabende braucht Unterstützung. Feinde haben Lager umstellt. Äußerste Vorsicht geboten. Der Damm wimmelt von Einheimischen. Alle anderen Final Echos zur Anführerposition. Naja. Das Signal der Kleinen kommt von diesem Damm. Inzwischen ist bestimmt schon ein Rettungsschiff in Serrano unterwegs. Wenn wir einen Weg an Bord finden wollen, brauchen wir sie, um uns zu ihm zu führen. Wir brauchen sie lebendig. Dann holen wir sie uns eben lebendig. Jo. Will ich auch sagen. So, dann müssen wir so rüber. Aber da haben wir auch schon ein paar geschafft. Ist das immer... Ja, genau. Kilowatt ist immer schon versteckt. Okay. Schauen wir mal, was wir noch an Munition holen können. Hier zum Beispiel V einfach drücken. Haben jetzt 10.000 Skillpoints gehabt. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet. Leider. So. Noch zwei Ladungen, wenn wir schon das Geld dafür haben. Und hier auch, so. Und das natürlich auch. So. Haha. So, für die können wir es auch noch... Wenn wir schon mal viel Geld haben, hm? Jo, haben wir erstmal alles voll und... Gut. Dann geht's auch weiter. Oh yeah. Trishkov, ja. Und rette Trishkov, meine ich natürlich. Wie sieht's bei dir aus? Die Schmerzen sind gewaltig. Die AI-Logik versucht beständig, die Kontrolle zu übernehmen. Das musst du verhindern. Reiß dich einfach zusammen. Abgesehen von der Auflösung, also 720p, ist das die höchst, sind das die höchsten Einstellungen. Und ja, wollte ich nur mal sagen wegen dem... sehr schön. So. Jo. Dann fahren wir nach oben. Ja. Nette Aussicht. Genau. Wollen wir rummachen? Einfach nur zwei harte, militärisch gestellte Typen, die in einem Aufzug rumhängen und sich ihr Leid auf totale Heteroart von der Seele kuscheln. Das war ja ein nervöses Kichern. Entweder hat deine menschliche Seite den Witz kapiert oder deine Computerseite mag, wie ich in dieser Hose aussehe. Vielleicht auch ein bisschen von beidem. Hey, ich kann dir keinen Vorwurf machen. Ich bin einfach ein gut aussehender Mann. Oh. Hä? Heilige Scheiße! Diese Gang ist anders. Ihre Zellstruktur ist wirklich seltsam. Großer Gott! Sie haben die anderen Typen verstümmelt! Ja. Oh, fuck. Ja. Alles aufgespießt und so. Mann, ich würde gerne wissen, wie das in der zensierten Version aussieht. Da hängen die einfach nur so rum und die ganzen... Dieser Stab zum Beispiel, der durch den Kopf geht, ist nicht da oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, das sieht sehr wack aus. Die ekligen Bastarde verstecken sich gern. Achtung, diese Wichser sind schnell und clever. Heute werden wir nicht zu viel ausrichten. Vor ist, glaube ich, wieder Waffe wechseln. Genau. Naja. Draufbleiben sollte ich gar nicht die ganze Zeit.
Mach du den fertig oder soll ich dir helfen oder? Geht's. Okay. Oh ja, das sind neue Gegner. Okay. So, falls das was gebracht hat. Langgezündet, so. Okay, so geht's auch. Eigentlich wollte ich die. Na super. Bin mir nicht sicher, ob ich den treffe. Und ich kann auch nicht so gut wegtreten, wie ich gerade bemerkt habe. So. Erstmal so. Naja. Naja, wir können lässt schon wieder etwas nach. So. So, geht's auch, natürlich. Die ersten zuletzt. Okay. Bedeutet, keine Ahnung. Können wir dann bei der nächsten Versorgungskapsel nachsehen. Jetzt habe ich auf jeden Fall wieder... kann man in dem Spiel sagen, scheiß viel Muni verbraucht. Naja, ich bin doch so von Mario und Luigi und so. Da sage ich das natürlich nicht, aber hier... Alles kein Problem, okay. Ist hier irgendwas? Nein, kann man da... Einmal drum herum gehen, ist doch schön. So. Ein Scharfschütze! Verdammt! Nicht immer automatisch stillen, Kumpel. Nicht schlecht. So. Ein Scharfschütze ist, sind auch noch mehr. Bleib in Deckung. Sind auch noch mehr, okay. So kann man den Spruch auch fortführen. Gute Idee. So. Hallo. Ducken. So. Plattform. Mach schon, gib mir ein Ziel. Obere Plattform ist hier. Ah, verdammt. Alles klar, alles klar. Geil. Ah, scheiße. Oh, scheiße. Das war zu hart. Nee, nee, schon okay. Oh, yeah. So. Headshot. Sagt der Richtige. Ah, falls das du gesagt hast, oh Mann. Ich weiß jetzt nicht, wer es genau gesagt hat, aber. naja. Guck mal, was hier wäre. An alle Final Echos. Hier ist die Befehlshabende. Werde überrannt, habe keine Munition mehr. Der letzte Bericht ist Stunden her. Bestätigen Sie. Ich nehme sonst an, dass ich nur noch übrig bin. Wenn die sie in die Finger kriegen, ist es aus. Ja, wir müssen uns beeilen. Okay. Verstehe ich. Hier oben. Nicht hier oben. Oh.
So, sind wir doch noch rangekommen. Genau da wollte ich noch was kaufen. So, Scharfschützengewehr neu. Schalten wir den Zugriff erstmal frei, damit wir das haben. 10 Schuss hat das Teil, na klar. So, hier können wir mal so. Gut, dass wir da auch voll sind. Und schauen wir, was wir da haben. So, hammerhart, glaube ich, war dabei. Aber knallhart, genau. Tötet einen ausweichenden Gegner, indem du eine Schwachstelle wie den Kopf oder Hals und den Beschuss nimmst. Natürlich. Kugel in seine Eier. Okay, das kann man auch mal machen. Ein Gegner, der nicht das eigentlich ausgewählte Ziel der Kugel ist. Okay. Und das Zielfernrohr zu benutzen. Und lauter so Sachen. Okay. Einmal rauf haben wir den Sniper, noch einmal rauf ist die Pistole. Ach du Scheiße. Die Drecksäcke verdienen es ja. Aber trotzdem. Ein bisschen zu arg jetzt irgendwie, oder? Ha? Zur Hölle. Oh, Kacke. Kacke, Kacke, kann ich da nur sagen. So, hier wäre ich jetzt an das Versorgungskapsel vorbeigekommen. Hier ist ein Checkpoint. Der Part ist aber noch nicht vorbei. Und das bedeutet, weiter geht's. Aha. Oh, 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 oh. Noch mehr Scharfschützen. Ja, ich hab's grad. Verdammt. Da wollte ich schon das versuchen, was man gehört hat. So, jetzt wollte ich den treffen. Komm, 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 komm. Langsam sollte ich eins von beiden machen. Okay, das war's nicht. Das waren wohl nicht seine Eier. Das auch nicht, aber das weiß ich jetzt schon. Das habe ich mir denken können, dass das nicht seine Eier waren. So. Also meine sind dort jedenfalls nicht. Ah. Falscher Winkel. Okay. Alles sauber. Ja. Ja, das bedeutet nur, dass der Part schon vorbei ist. Keine Angst. Es explodiert nicht gleich irgendwas. Sondern der Part ist einfach vorbei. Ah, wow. Schön, schön, schön. Aber auch Umgebung herzeigen natürlich. Ich bin nicht so einer, der die ganze Zeit durchrennt und alles. Was die überhaupt gibt. Setz den Schussvisualisierer ein. Töte sie alle. Ich brauche Zeit für die Arbeit an der Brücke. Bin dran. Ups, hallo. Falsche Waffe. Den Schuss was? Egal. So, da steht gleich sein Kollege hinter ihm. Den werde ich versuchen zu treffen. Das geht aber nicht. Aha. Aha. Okay. Muss ich schon früher wegzielen, glaube ich. Schlaf schön, Süßer. Also, dass ich ihn jetzt anvisiere und dann trotzdem den da hinten. Also schnell von ihm weg bewege jetzt. Ha. Ah ja. Verdammt. Scheiße, scheiße, scheiße. So. Du wirst sterben, Kollege. Oder auch nicht. Nicht immer mit meinen großen Tönen. Auch nicht. Mist, Mist, Mist. Ich bin so scharf drauf, den Windjäger zu schießen. Mann. Könnte man glatt Angst haben. Ah, das war nur sein Knie. Brauchen sie nicht übertrieben viel Blut verlieren. Wenn ich ins Knie schieße. Wie treffe ich den Kollegen am besten? Okay. Wir müssen hier raus. Gleich. Ah,
In den Arsch. Ja, auch nicht wirklich. Okay. Okay. Na dann. Bleiben wir dabei. Haben wir schon wieder die nächste Versorgungskapsel? Da werden wir uns wieder... Erstmal das Kapazitäts-Upgrade, würde ich sagen. Dass wir 15 Schuss haben, halten können. Dann... Das andere haben wir noch nicht verbraucht. Okay. Mal schauen, den nächsten. Das war lustig. So. Na dann. Viel Spaß. Dann so. Stell mich Roboter. Na endlich. Mann, oh Mann. Das war's. Suchen wir eine Versorgungskapsel. Mann, Mann, Mann. Was ist denn schon wieder los mit mir? Okay, hier zum Beispiel. Hier wäre was gewesen. Aber naja, zu spät gesehen. Meine Versorgungskapsel und wenn der nächste Checkpoint kommt, ist auch vorbei. Diesen Part. Jo, wie gesagt, ich muss nicht immer vorne sein. Kann man hier an der Versorgungskapsel nicht einfach speichern? Nein. Aber natürlich nicht so. Na gut, viel mehr braucht man da aber auch nicht. Wollte halt mit der Pistole wieder ein bisschen weitermachen, aber... Dafür brauche ich mehr Schüsse als... Ja, ich bin hier fertig. So, ruhig aufmachen und... Bevor du weiter rennst, machen wir eine Pause, okay? Kollege. Gut, danke fürs Zuschauen. Ja. Das war Part 7 von Bulletstorm und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir vielleicht Trishka finden und ja, seid gespannt, ich bin auch gespannt und dann sehen wir uns doch beim nächsten Mal wieder bei Bulletstorm. Macht's gut, bis dahin, euer Marc, tschüss.